Montagmorgen 8:30 vor einem externen Sitzungssaal des Gießener Landgerichts. Zahlreiche A49-Gegner haben sich versammelt, um ihre Solidarität mit Ella zu zeigen. Die Besetzerin des Dannenröder Forstes wurde im Sommer vergangenen Jahres vom Amtsgericht Alsfeld wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Vollzugsbeamte für 2 Jahre und 3 Monate Haft verurteilt. Doch Staatsanwaltschaft und Verteidigung gingen in Berufung, sodass der Prozess jetzt in Gießen neu aufgerollt wird. Anlass der Berufung der Staatsanwaltschaft war, grob zusammengefasst, dass nach Auffassung der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Alsfeld in der erstinstanzlichen Entscheidung nicht alle Strafzumessungsgesichtspunkte, die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hätten berücksichtigt werden müssen, berücksichtigt wurden. Das Ungewöhnliche an dem Prozess: Die Angeklagte, die lediglich unter dem Pseudonym Ella bekannt ist, gibt ihre Identität auch nach etwa 14 Monaten Haft nicht preis. Die Staatsanwaltschaft ist, das habe ich ja schon bereits gesagt, in jeder Lage des Verfahrens gehalten zu überprüfen, ob die Haftgründe fortbestehen. Und wenn die Personalien durch die Angeklagten bekannt gegeben werden, müsste neu geprüft werden, ob die Haftgründe weiter bestehen. Ella äußerte sich am ersten Prozesstag erstmals zu den Geschehnissen am 26. November 2020 im Dannenröder Forst. Sie spricht davon, dass sie ihren Fuß zur Warnung gegen den SEK-Beamten richtete. An mir wurde gezerrt, ich habe meine Mitte verloren, sagt sie aus. Laut Ella waren die Beamten zweifach gesichert und vor dem Fall geschützt. Wenn Sie ein Sondereinsatzkommando haben, dann gibt es dafür eine konkrete Ausbildung. Und Sie haben gehört, für was Sondereinsatzkommandos im Einsatz sind, dass diese bei einem Einsatz im Dannenröder Wald gefährdet wären mit ihrem Leben, wie es das Urteil aufnimmt. Das, denke ich, wird diese Beweisaufnahme hier widerlegen. Die Verteidigung erhofft sich nun, dass der Fall neu beleuchtet und das Urteil gegen Ella aufgehoben wird. Unsere Mandantin hätte nie inhaftiert werden dürfen, so die Auffassung der Verteidigung. Die nächsten Prozesstage werden dies zeigen. Am Mittwoch wird dieser fortgesetzt. Ein Urteil wird für Anfang März erwartet. Osthessen News. Sehen, was bewegt.